Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed. Reingestochen. Meinst du die Kiste auf, die zufälligerweise einfach mal neben mir steht? Weil ja auf einmal neue Sachen auf der Map entdeckt waren. Weiß auch nicht so ganz warum. Aber ich glaube, da komme ich nicht rein. Joa. Stimmt. Das war die Truhe. Dann haben wir jetzt wieder alles eingesammelt. Ja. Und wir haben die beiden Quests erledigt. Und komplettiert komplett. Okay. Dann wechseln wir wieder die Farbe. Gehen jetzt auf die Fortschrittsanzeige und jetzt hier und tun die Sequenz hier erneut spielen. Weil die habe ich nicht erledigt. Die habe ich nicht komplettiert. Weil die hatte ich ja aus Versehen. Ich wollte sie ja eigentlich gar nicht machen. Damals. Also, aber ich kam anders nicht aus dem DLC raus. Also schauen wir uns die Sequenz auch nochmal an. Hallo? Da sind wir anscheinend auf einen Glitch gestoßen. Moment. Du kriegst keinen Tropfen mehr, bis du den Deckel bezahlt hast. Dükan, ihr gehört zu mir. Ich dachte, ihr wurdet guillotiniert. Wie könnt ihr so etwas über euren Retter sagen? Habt ihr meine Nachricht erhalten? Wenn ich das mache, will ich fort aus Frankreich. In 4 Tagen könnte ich euch eine Passage von Marseille nach Ägypten arrangieren. Habt ihr eine Ahnung, wo sich das Manuskript befinden könnte? Condorcet wusste, dass er gejagt wurde. Er verschwand für 2 Tage vor seiner Festnahme und ließ das hier zurück. Sein Manuskript muss im Grab Ludwigs des 9. sein. Die königliche Gruft? Oh, da muss ich euch warnen, Monsieur. Die Geister der Könige wandeln in den Höhlen. Wenn sie ihr armes Opfer gestellt haben, setzen sie ihm eine fürchterliche Krone aus Messern auf, die seine Augen zerstechen, sodass diese auslaufen wie zerplatzte Trauben. Immer noch besser als zum nächsten König Frankreichs gekrönt zu werden. Apropos Trauben, an die Arbeit. Ja, Monsieur. Findet das Grab mit diesem Wappen und bergt das verlorene Manuskript. Wir treffen uns in 3 Tagen. Auf euer Wohl, Arnaud. Rast. Okay. Basilika. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Erinnerung. Sie hat uns von den Helix-Daten getrennt. Naja, es ist die Erinnerung, die storymäßig gesehen nach allem anderen spielt. So, wir wollen jetzt nicht in einen Kampf geraten.
Jetzt geht's wieder. Dann sehen wir mal, wo uns dieser Umweg hinführt. Vielleicht in eine andere DNA-Sequenz. Und gleich werden wir es wissen. Komm näher und ich kann dich um! Bitte lasst mich in Ruhe. Hilfe. Okay, das hat funktioniert. Das königliche Grab muss unter der Basilika sein. Ja, unter die Basilika. Unter dem Basilikum. Nicht in Kampf geraten. Oh, es gibt eine Ablenkungs- und Unterstützungsgelegenheit. Das habe ich jetzt gerade gar nicht bemerkt. Alles Gute. Arno, alles Gute. Okay. Dann noch die zweite Gelegenheit. Nein. Oh mein Gott, Mann. Ich hasse diese Gegner. Sie sind einfach kacke.
Irgendwas stimmt nicht mit dieser Erinnerung. Sie hat uns von den Helix-Daten getrennt. Oh, warte mal. Warte mal, was? Das ist jetzt nicht euer Scheiße ernst, oder? Hä? Warte mal, ich trage keine Montur. Und jetzt geht's wieder. Dann sehen wir mal, wo uns dieser Umweg hinführt. Weil ich davon getrennt war? Okay, interessant zu wissen, dass das... Das königliche Grab muss unter der Basilika sein. Hast du die Soldaten gesehen? In der Stadt herrscht ein totales Chaos. Wie geht's? Ich bin nur in der Bremerungsschule. Welche Freude, mein Freund. Was ist Nein. Ihr werdet da beschwert. Stell dich umsonst nicht in den Kampf geraten. Hell's Gate Fieber. V. Der einen voll. Ja. Nein! Wieso werde ich denn instant entdeckt? Mensch, das ist zu viel! Ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Erinnerung. Sie hat uns von den Helix-Daten getrennt. Jetzt geht's wieder. Dann sehen wir mal, wo uns dieser Umweg hinführt. Ja, dieser Scheißdreck. Ich will ja gern wissen, wo meine mein zweiter Punkt ist, weil der irgendwie immer weggeht. Das königliche Grab muss unter der Basilika sein. Hier ist Punkt 1. Sprechen. Punkt 1 erledigt. Wir brauchen keine Bürgerwehr. Und die Plünderungen haben sie nicht verhindert. Ah, mein Freund. Und da ist Punkt 2. Was diese Glocke wahrscheinlich ist. Ja, wahrscheinlich ist das Ding wirklich einfach die Glocke. Wahrscheinlich ist es wirklich einfach die Glocke. Königliches Purpur. Thank you.
eine Räuberexplosion. Da! Dann können wir jetzt wieder vorne anfangen mit der Kleidung. Sinnblau und Kopf. Genau, napoleonischer Umhang. Der verbesserte. Dann die verbesserte napoleonische Brust. Dann der verbesserte napoleonische Unterarm. Dann der verbesserte napoleonische Gürtel. Verbesserte napoleonische Kniehose. Gut. Wie zur Hölle komme ich denn hier weiter hoch? Das ist eigentlich das, wo ich hin will. Ich will weiter nach oben. Alles klar. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Eingang, den ich gewählt habe, bescheuert ist. Nächste Farbe. Muss jetzt irgendwie da hoch. Irgendwie. Ich weiß zur Hölle nicht wie. Weil mir drin ja nirgends hochklettern kann, gescheit. Diese Scheißdrecksäcke! Ich tue die Leute aktivieren, ich gehe aber nicht da rein, weil der Eingang ist scheiße. Wie zur Hölle soll ich da hochkommen, wenn ich den Eingang nehme? Was stimmt nicht mit dieser Erinnerung? Sie hat uns von den Helix-Daten getrennt. Jetzt geht's wieder. Sehen wir mal, wo uns dieser Umweg hinführt. Vielleicht in einer anderen DNA-Sequenz. Und wie ich schon öfters gesagt habe, das Spiel braucht mehr Checkpoints. Das königliche Grab muss unter der Basilika sein. Weil das einfach nicht sein kann, dass man das so einfach komplett alleine machen soll. Mein, das kann doch nicht dein Ernst sein. Dass man das alles im... Dass man das komplett am... so durchmachen soll. So am Stück...
Du wirst es einfach Bescheid. In jeglicher Hinsicht. Und ich würde sagen, wir werden nicht vergessen und weiter machen wir im nächsten Part.